Wir kommen jetzt wieder zum aktuellen Ermittlungsstand im Mord an dem 13-jährigen Mädchen vergangenes Wochenende. In Kürze spreche ich darüber mit dem Soziologen Kenan Güngör, der auch die österreichische Regierung in Integrationsfragen berät. Davor noch einmal die jüngsten Entwicklungen zusammengefasst. Die Polizei hat einen dritten Verdächtigen verhaftet. Es handelt sich um einen 23-jährigen afghanischen Asylwerber, der bereits im Vorjahr wegen eines Sexualdelikts zu 2 Jahren Haft verurteilt worden ist. Derzeit wird auch nach einem vierten Mann per europäischem Haftbefehl gefahndet. An der Misshandlung und Ermordung des 13-jährigen Mädchens in dieser Gemeindebauwohnung in Donaustadt könnten mehr Männer als bisher angenommen beteiligt gewesen sein. 2 Tatverdächtige, 16 und 18 Jahre alt, sind ja bereits seit Montag in Haft. Ein 23-Jähriger ist im Bereich der U6-Station Michelbeuern im 9. Bezirk festgenommen worden. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich ebenfalls um einen afghanischen Staatsangehörigen. Er ist polizeilich bekannt. Laut Zeitungsberichten ist der Mann in St. Pölten wegen eines Sexualdelikts bereits zu einer teilbedingten Haftstrafe verurteilt worden. Er hat sich dann aber offenbar der Bewährungsstrafe entzogen. Der Mann wird derzeit einvernommen und soll sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Wohnung des 18-jährigen Landsmanns aufgehalten haben. Das Mädchen soll sich freiwillig in die Wohnung begeben haben. Dort ist die 13-Jährige nach den bisherigen Ermittlungen unter Drogen gesetzt und danach missbraucht worden. Von wie vielen Männern ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Etwaige weitere Tatverdächtige können nicht ausgeschlossen werden und dahingehend laufen auch die Ermittlungen. Fix ist, nach einem vierten Tatverdächtigen, der den Behörden offenbar bekannt ist, wird per internationalem Haftbefehl gefahndet. Es soll sich um einen 22-jährigen, mehrfach vorbestraften Mann handeln. Auch hier besteht ein klarer Tatzusammenhang. Auch ein afghanischer Staatsangehöriger, dem möchte ich keine weiteren Informationen geben. Unklar ist, wie genau das Mädchen zu Tode kam. Von den Inhaftierten gibt es bisher keine Angaben. Einem Gerichtsmediziner zufolge ist das Mädchen jedenfalls erstickt. Das Obduktionsergebnis steht immer noch aus.